Servus, grüezi, hallo und moin moin. Heute sende ich aus Osnabrück und neben mir ist meine Tochter Annabelle. Die ist nämlich gerade in Osnabrück. Und ja, was bietet sich da an, einfach mal eben essen zu gehen? Nur wir haben ein Problem. Wir machen mal eine 180-Grad-Drehung. Wir sind mitten in der City von Osnabrück. Und hinter mir, da seht ihr das Peter Pane. Daneben ist die Barcelona. Jetzt drehe ich mich einfach mal in die Richtung. Da ist Pizza Hut. Da ist Alex, McDonald's, Vapiano, Annabelle, die Qual der Wahl. Wo gehen wir essen? Ich würde sagen Vapiano oder Barcelona. Vapiano oder Barcelona. Und für was wir uns entschieden, ja, das seht ihr nach dem Intro. Bis gleich, ciao. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wir gehen jetzt in Richtung Vapiano Osnabrück. Aber die Frage, darf ich da mit Hund rein? Das ist die Frage. Und kann ich da einigermaßen Secret filmen? Aber wir werden uns das mal genau angucken. Vapiano. Ja, war ich auch schon lange nicht mehr. Also ist immer nett, nur ist so schwierig da zugleich zu essen, weil jeder sich sein Essen selber holen muss. Hat mit Service-Restaurant wieder gar nichts zu tun. So, wunderbar. Das war auch ein freundlicher Mensch, der hat uns gerade mal eben in den Film gerülpst. Aber das ist ja Live-TV. So, dann gucken wir mal, was uns da gleich an der Tür erwartet. Heute mal nicht City for Two, sondern Dinner for Two mit meiner Tochter Annabelle aus Osnabrück. Yeah! So, wir sind im Vapiano. Gucken wir mal. Vapiano, wir sind da. So, jetzt müssen wir mal gucken. Annabelle holt jetzt mal eben Karten. Das sieht richtig stylisch aus, das Ding hier. Aber schauen wir mal. Das Doofe ist, hier kommt keiner an den Tisch. Und jetzt müssen wir uns erstmal durch die Qual der Wahl der Tresen und der verschiedenen Spezialitäten holen. Wer noch nicht im Vapiano war, wird alles à la Menü zubereitet. Mit einer kleinen Karte, die Annabelle hoffentlich mitgenommen hat. Zwei Karten. Wenn du die Karte verlierst, dann bist du richtig geldlos. Das ist wie in Diskotheken. Alles, was man verzehrt, wird hier aufgebucht. Und am Ende muss man das bezahlen. Ist sehr nett, alles total frisch und auch wohlschmeckend. Aber das Doofe ist, mit mehreren Leuten kann man nicht gleichzeitig essen, weil jeder dafür verantwortlich ist, sein Essen zu holen. Aber sonst ist das Ding hier echt schick gemacht. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier zu erwarten haben. Also erstmal Schnitt. Yeah. Ich weiß nicht, womit ich jetzt anfange. Fange ich jetzt an, mir was zu trinken zu holen? Stelle ich mich bei Pasta und Risotto, bei Pasta oder bei Salat und Antipasti oder bei Pizza an? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. So, ich bin wieder gerade schlicht überfordert. Annabelle, was hol ich dir jetzt? Du willst einmal? Pasta Crema di Avocado. Das ist eigentlich ein vegetarisches Gericht und das packen wir jetzt auf. Mit Rinderfilet. Mit Rinderfilet für 5 Euro on top. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich will. Und was wolltest du trinken? Ein Vapiano Iced
die Elderflower Minz. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich mach mich mal auf. Du achtest auf die Hündin und ich mach hier mal den Trainer. So. Nee, ich sollte das Ding mal mitnehmen. Sonst stehe ich gleich davor und weiß nicht, was ich haben will. Oh. Moin. Achso, bist du schon? So, Essen ist da. Aber Freundlichkeit war das nicht. Ich hatte richtig schlecht gegessen. Die war total zickig da zu mir. Ja, also freundlich. Sie waren nicht unfreundlich, aber sie war auch nicht freundlich. Ich hatte irgendwie zweimal nachfragen müssen und nicht verstanden. Also Neuzugänge werden hier gar nicht so beliebt gemacht. Aber sieht nett aus, nur für 5 Euro Rinderfilet. Ich habe es extra noch gefilmt, ihr werdet es nachher sehen. Ganz kleine Portion für 5 Euro, da muss ich sagen, Mensch, da hätten wir aber ein richtiges Filetsteak für kriegen können, beim Schlachter wohlgemerkt. Aber hier entscheidet natürlich der Preis. Quatsch, das Essen, wie lecker es ist. Sieht gut aus. Sieht ein bisschen die Tabletts aus wie im Knast, aber egal. Ja, wir checken mal und Annabelle, guten Appetit. Also, mein schmeckt lecker. Annabelle, wie sieht es bei dir aus? Also so für so ein, wenn jemand neu ist und dann nie bei Vapiano war, ich war schon mal da, aber ich bin ja nur kein Heavy-User. Ist schon schwierig. Ich stand da gerade, habe Annabelles Bestellung mir behalten und dann kam die Frage, welche Pasta? Jetzt muss ich auch die Pasta aussuchen. Naja, habe ich irgendeine ausgesucht. Mein Essen ist total lecker. Das Fleisch ist wirklich auf den Punkt gebraten, so wie es bestellt war. Großartig. Deins auch? Ja. Sie hatte gefragt, ob Englisch Medium Well. Ich habe Medium Well bestellt, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Und hat sie auf den Punkt gemacht. Ja, also sie war vielleicht nicht grimmig, sie war einfach nur konzentriert. Kann man so sagen. Vielleicht auch müde. Also Essen ist wirklich lecker. Aber es ist halt kein klassisches Restaurant, so für die Silberlappen-Generation. Also wenn ich mir vorstelle, Leute über 50, die könnten dann schon das Gefühl haben, was ist das hier? Aber da ich als Silberlocken-Influencer über Grenzen gehe, war das genau das Richtige, mit dir hier mal hinzugehen. Die Annabelle ist nett. Komm wohl. Prost. Ja, wir müssen jetzt ein paar Minuten schnurren hier. Haben wir den richtigen Winkel, den Annabelle gerade bestimmt hat. So, also mir hat es echt geschmeckt. War lecker. Was sagst du? Ja, gut. Ja, vielen Dank für die warmen Worte. Ja. Also ich finde, es ist schon eine andere Art von Restaurant. Ne? Das ist hier, man muss sich das selber zusammensuchen und die Pizzaleute stehen neben den Pasta-Leuten. Zusammen essen ist nicht, aber stylische Atmosphäre. Und jetzt kommt das Wichtigste. Du passt auf die Hündin auf. Ich passe auf die Hündin auf. Und wir machen jetzt mal meinen allgegenwärtigen, obligatorischen Klo-Test. Normalerweise sage ich immer, sollte man. Oh, volles Haus hier. Oh. So, da bin ich wieder. Da war ich ja doch gar nicht alleine, Mensch. War ja richtig was los hier. Ja.
Riecht zwar nicht so gut. Ja. Auch nicht so absolut sauber. Aber als die neu eingerichtet waren, da waren die Toiletten schön. Ja. Gut, was wollen wir sagen? Das geht besser. Aber wir haben es natürlich auch schon viel, viel schlechter erlebt. Ja, wie gut, dass es da keinen Geruch gibt. Aha. So, Fazit gleich vor der Tür. Tja, das war Vapiano in Osnabrück. Ja, war nett. Haben wir eben schon gesagt. Ganz stylisch auch bezahlen mit PayPal. Aber nur, wenn ich die App installiert habe. Also habe ich das nicht, weil ich will mir nicht von jedem laden oder von allen die App aufs Handy laden. Denn ich komme ja eh schon so nicht klar mit den ganz vielen Apps und PIN-Nummern und alles. Aber ja, nee, kann man gut machen. Ist nett, ist innovativ. Aber so ein kuscheliges Restaurant für ein erstes Date oder so wäre es bestimmt nicht. Aber nee, alles gut. Und dann danke ich fürs Zuschauen und ich gehe bestimmt morgen wieder essen. Und vielleicht seid ihr dabei. Ciao, ciao, tschüss, viele Grüße. Tschüss. Aus Osnabrück. Gab es da irgendein Lied mit Osnabrück? Keine Ahnung, wie war denn das noch? Ich meine, das war egal. Tschüss. Juhu. Sani, komm.